Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Hallo, liebe Camper. Gestern hatte ich euch ja den neuen Kühlschrank gezeigt. Da wollte ich noch etwas zeigen, was ich vergessen habe. Schaut mal, das war das erste Modell. Ne? Kühlt auch, ne? Kriegt ein Kunde günstiger, so ein guter Kühlschrank. Aber kann man keine 5 Jahre geben. Schaut mal hier, seht ihr hier, hier ist nirgendwo ein Thermostat, also kein Temperatursensor. Die machen das einfach so, die fragen immer die Verdampferplatte ab. Ja? Das wollte ich nicht. Ne? Guck mal, genau hier rein, hier ist nichts. Siehst du? Hier ist nichts. Genau hier ist die Leuchte, hier ist nichts. Nirgendwo. Dann habe ich gesagt, das muss geändert werden. Darum bauen die einen fast neuen Kühlschrank. Und dafür musst du bezahlen. Richtig bezahlen. Exklusiv. Jetzt schau mal hier. Guck mal, ich habe den Kühlschrank, hat jetzt 8 Grad. Ich habe den eben angemacht. Einmal Z drücken, steht auf 2. Jetzt schau mal, was hier ist. Schau mal, der gleiche Kühlschrank, guck mal da. Kannst du das erkennen, sauber? Jetzt sitzt der Sensor im Kühlschrank. Die müssen für uns alles neu machen. Und das wollen die, das möchten die Firmen bezahlt haben. Das möchten die Firmen bezahlt haben. Das bezahle ich auch gerne, weil es kann nicht sein, immer nur billig, billig, billig und darf nichts kosten. Der neue Kühlschrank, der demnächst kommt, hat ja 2 große Danfoss BD80 drin. Ne? Ich hätte doch sagen können, macht bitte 2 günstige, billig, günstig, günstige Kompressoren rein. Dann spare ich locker pro Kompressor 200 Euro. Die spare ich locker. Mal 2 sind 400 Euro, wird der günstiger. Ich mache ihn aber 400 Euro teurer. Weil, was haben gestern alle gesagt, wie schön leise der ist, ist natürlich ein Danfoss-Kompressor. Aber dafür musst du richtig, richtig Geld bezahlen. Ne? So, und wir haben die größte Ausstellung in der Branche. Heute Morgen oder heute Mittag war ein Kunde da. Das hat sich schon rumgesprochen. Der hat wieder einen Kühlschrank abgeholt. Sehr viele holen hier einen Kühlschrank ab. Und alle Kühlschränke, die hier stehen, sind alle lieferbar, sind alle da. Ich habe jeden Kühlschrank da. Du kannst von dem auch 100 Stück haben. Guck mal, da oben steht alles voll. Da kann man nicht, da steht die Palette vor. Guck mal, das ganze Lager da oben ist voll. Du hast 100 Liter, 90 Liter, 120 Liter, du hast 65 Liter, 150 Liter. Guck mal, mein Handy bimmelt. Guck mal, mein Handy bimmelt. Ich sage euch auch warum. Ich bin eine Batterie am Entladen, damit ich das nicht vergesse. Gehen wir sofort mal hin. Das kam mir gut aus. Ja, seht ihr, so sieht das aus. So eine große Kühlschrankausstellung gibt es in der Branche kein zweites Mal. Ich wüsste nicht wo. Ist ja, jeder Kühlschrank ist ja da. Ich kann die auch einschalten alle. Wie gesagt, 120 Liter, 130 Liter, 100 Liter, 150 Liter. Ja, und jetzt Ende November soll unser Hightech-Kühlschrank hier sein, der dann sofort nach meiner Abnahme in Produktion geht. Kinders, was habe ich hier Geld in der Hand genommen? Kinders, was habe ich hier Geld? Was meinst du, das Bussystem, was mir das gekostet hat? 1 Million reicht nicht, reicht nicht. Meine Tochter sagt, du spinnst. Ich muss alles 500 Mal kaufen. 500 Displays, 100 Steuerboxen, 1000 Sensoren, die habe ich ja hier schon. Warte mal, ich komme zu dir. Schaut mal, das sind demnächst unsere Sensoren. Alles, guck mal hier, guck mal. Da steht, ist der Kühlschranksensor. Sind wir alles schon am Testen. Hiermit kann ich 230 Volt starten. Kannst weltweit auf dem Bussystem darauf zugreifen. Wird eine Schau, wird eine Schau.